allen Eisenliesel was bringt, weil bei der Quest, ja, die sollte man kennen. Obwohl es nur eine Nebenquest ist. Wobei, ich weiß gar nicht, wie eigentlich Hauptquests und so weiter. Aber vor allem lernt man viele Gegner kennen. Maybe within Grand Sorin's gates. This place holds monsters. Also nicht die Fledermäuse, die sind eigentlich trivial. Genauso wie die Spinnen vorhin. Gut, dass ich dir beigebracht habe, wie man Feuerwaffen lernt. Das ist irgendwas Lautes. Also ich weiß, hier ist irgendwie so ein Riese oder Orga oder sowas, gegen den ich kämpfen muss. Und ich habe ihn einmal dadurch besiegt, dass ich auf seinem Rücksturz bin hier runter. Und ich das glücklicherweise überlebt habe, weil ich auf seinem Rücken lag. Und er unter mir und dadurch gestorben ist. Ich glaube, das geschieht aber erst auf dem Rückweg. Solange wir da unten sind, sind wir hier, glaube ich, sicher. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Okay. Ah. Und das ist das, was ich meine. Wenn Kelly den Weg schon kennt, dann ist das einfach ein Vorteil. Die weiß, hier ist ein Tor. Jetzt wäre eine magische Waffe ganz toll, weil sonst mache ich da nicht wirklich viel Schaden an. Oder doch? Genau. Ah ja, ich habe jetzt, was ich eigentlich kaufen wollte, die ich mir aber nicht leisten konnte, weil ich 500 gebraucht hätte. Und genau das ist ja noch, was ich noch kaufen will. Dunkelheit und Licht. This place hides something. Shall we take a look? Okay, das geht runter. Dafür geht die andere. Gut, das war ja nicht allzu schwer. Gucken wir uns nochmal den Rückweg an, damit der auch gesichert ist. I'll take that.
I shall restore your help. Hold on. So. Nehmen wir mal mit, bis wir zum nächsten Taufen kommen. Kann man immer gebrauchen. Ja, wenn Feuer so toll ist, dann... Ja, genau, danke, das wollte ich sagen. Dann verwandle doch endlich meine Waffen zu Feuer. Vorsichtig, nicht da runterfallen. I cannot but feel we pawns bear some connection. An ogre. Oh. Oh, poor luck. It's too powerful. Also für dich. Ausdauer ausgewiesen. Danke. Na hier. Das wird wehtun. Lass mich runter! Weg da! Weg! Nein! Nicht den Kopf beißen! Au! Nein! Drecksviech! Hat mir einfach den Kopf abgebissen. Neuer Versuch. Einfach so den Kopf abbissen. Fieses Teil. This single level. Ich bräuchte jetzt hier ein bisschen Feuerunterstützung. Danke. Perfekt. Burn, Baby, burn. So, noch ein bisschen aufheilen. Rostige Platte. I cannot but feel we bonds bear some connection to this place. Advanced slowly where visibility is poor. It will give us time to react.
ogre! Ah ja, genau, das ist auch abhängig davon, was für ein Geschlecht man hat. Der Ogre und so weiter, die geht immer auf Frauen. Egal wie gut der Tank ist. Oh. So, what do you propose? Und da will er her. Haupt. Da geht er down. Und stirbt. Tja. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Die bringt sich halt auch mal alleine um. Aber das ist auch noch eine wichtige Sache. Also manche Klassen reagieren eher auf Männer oder und so weiter. Die greifen sofort Frauen an, wenn man spielt. Oder was für Kleider man hat. Macht also durchaus Sinn, zum Beispiel einen Tank dabei zu haben und in manchen Situationen eher einen männlichen. Zum Beispiel hier hätte es jetzt eher Sinn gemacht, wenn wir einen weiblichen Tank dabei hätten. Weil der Krieger hier schon sehr viel Mühe braucht, um so einen ja, Ogre zu tanken. What's this? Looks as though what doors were closed stand open, and those once open and now closed. This place. Okay, ich weiß nicht, ob das so clever war, was wir gerade gemacht haben, aber der Tür, die Tür ist zu. Jetzt wäre das. Genau. Wir werden schnell. I've learned a new way to. Okay, perfekt. Und unser gutes Eisenliesel hat auch schon ein paar Tipps bekommen oder Erfahrungspunkte gemacht und weiß jetzt, wie man am besten vorgeht und ist jetzt auch schon effektiver. Ihr habt ja vorher gesehen, die hat da schon die Magie gewirkt für unsere Waffen, bevor überhaupt die aus, komplett aus dem Wasser raus, aus der Erde raus. Vorher ja länger gebraucht. Vorher zum Teil ja auch noch einfach. That's all. Barely worth the effort. So, weit geht's. Was erwartet uns hinter Tor Nummer 3? Ist es der Zonk oder wieder ein paar Zombies? Ich tippe auf Zombies. Der Drohn des Flammendieners. Oh Gott. Aus der Erde dringt ein seltsames Licht und ein Licht. Dort unten muss etwas sein. Ach du. Shoot. I feel more familiar with this.
tentacles!